Herzlich willkommen zu einem neuen Webinar mit der Solid-Gruppe goldsilbershop.de und mir, Markus Blaschzock von blaschzockresearch.de. Ein neues Webinar in dieser Woche, das letzte vor der Weihnachtszeit, bevor wir uns dann in den Weihnachtsurlaub verabschieden und uns dann im neuen Jahr erst wiedersehen werden. Heute geht es um die folgenden Themen, dass wir uns mit der Änderung in der Geldpolitik in den USA beschäftigen, als auch mit dem Stopp des Anleihenkaufprogramms in der EU seitens der EZB. Werfen einen Blick auf den Bitcoin. Wir sehen uns die Realzinsen an, die Edelmetalle in den Ratios und zum Schluss natürlich noch einmal eine aktuelle Analyse zum Terminmarkt und zum Gold, das, wie in der letzten Online-Konferenz vorhergesagt, zum Datum der heutigen Online-Konferenz auch gestiegen ist. Mal sehen, was der Markt bringt, was die nächsten Wochen bringen. Die Prognose dazu werden Sie am Schluss dieses Live-Webinars erfahren. Am ersten Chart für heute sehen wir die Notenbankbilanzen der einzelnen Zentralbanken des europäischen Währungsraums, der Bank of Japan und des Federal Reserve Systems, kurz FED, also der US-Notenbank. Die US-Notenbank tapert ja seit geraumer Zeit bereits. Das heißt, sie reduziert die Geldmenge und hat gleichzeitig die Zinsen angehoben. Die Bank of Japan hält die Geldmenge auf hohem Niveau und die EZB hat jetzt in diesem Monat ihr Anleihenkaufprogramm beendet. Die EZB hatte monatlich erst 60 Milliarden Euro aufgekauft, zum Schluss waren es jetzt noch 30 Milliarden monatlich, die am Markt aufgekauft wurden. Die EZB hatte hier versteckte Staatsfinanzierung betrieben, ganz klar. Der Europäische Gerichtshof hat hier in der letzten Woche geurteilt, dass dies rechtens sei, denn die hanebüchene Begründung war, dass man ja Staats- und Unternehmensanleihen nicht aufgekauft hätte, um die Staaten zu finanzieren, sondern da man Zinsen drücken wolle, die Wirtschaft besser mit Geld versorgen wollte und sinkende Preise, also Deflation, verhindern will und somit eine Rezession verhindern möchte. Und deswegen kauft man Staatsanleihen, aber nicht, um die Staaten zu finanzieren. Das ist natürlich ein riesen Unsinn und an Absurdität nicht zu überbieten, das Ganze. Also mit anderen Worten, nur weil das Ziel der Ankäufe angeblich ein anderes war, ist es legitim, obwohl eigentlich praktisch Staatsfinanzierung betrieben wird. Es handelt sich natürlich um versteckte Staatsfinanzierung. Zum Teil emittieren die Staaten in den südeuropäischen Ländern Anleihen am Markt. Sie werden für Sekunden durch Banken gehalten und dann weiter an die EZB mit Gewinn verkauft. Da Sie wissen, die EZB kauft diesen Schrott auf und der EuGH handelt hier illegitim. Die letzten Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs zeigen auch ganz klar, dass hier Recht gebeugt wird. Man hält sich nicht an geltende Gesetze, man hält sich nicht an geltende Verträge. Es ist alles politisiert, die Gerichte sind politisiert und hier wird Recht gebeugt zulasten der europäischen Bevölkerung, des deutschen Steuerzahlers. Und ein Verlust des Rechtsstaates kann langfristig nicht gut gehen, das dürfte Ihnen klar sein. Das wird mit einer Abwertung des Euros letztlich einhergehen. Also diese Anleihenkäufe der EZB sind angeblich legitim. Das bedeutet, sie wird damit auch weitermachen. Im Moment werden diese Anleihenkäufe gestoppt, aber die auslaufenden Anleihen werden wieder reinvestiert. Ganz klar, die Geldmenge soll auf hohem Niveau belassen werden. Würde man nämlich auslaufende Anleihen einfach auslaufen lassen und das Geld dem Markt wieder entziehen, ja, dann würden sofort die Marktzinsen im Euroraum beginnen zu steigen. Und die Lage in Europa ist unglaublich labil. Wir haben es jetzt gesehen mit den Geldwesten in Frankreich. Hier steht eine Revolution bevor und das hatten wir vor ein, zwei Monaten überhaupt nicht auf dem Schirm. Das kam aus dem Nichts, das Ganze. Diese Woche hatten 10 Generäle einen offenen Brief an Macron geschrieben, dass es sich hier um Landesverrat mit dem Migrationspakt handeln würde und dass man den Migrationspakt zur Volksabstimmung geben solle. Ansonsten stünde womöglich eine Revolution bevor und damit hat man signalisiert, dass das Militär auf Seiten der Bevölkerung stehen würde. Und das ist sehr interessant. Hier kann sich sehr schnell ganz viel ändern im Euroland. Wir haben die politischen Machtverhältnisse gesehen, wie sie sich sehr schnell in Italien verändert haben, in Griechenland und jetzt womöglich auch in Frankreich. Dieser Umschwung könnte dafür sorgen, dass der Euro zerbricht, dass der europäische Währungsraum zerbricht und damit dann der Euro abwertet oder ganz verschwindet. Und wer dann in Euro Forderungen hat, die sind dann alle wertlos. Seien es Pensionen, seien es Rentenanwartschaften oder Ersparnisse in der Lebensversicherung oder auf dem Konto, es ist dann weg. Deswegen sollte man gerade in so unsicheren Zeiten Geld in Edelmetalle haben. Aber das ist der Hauptgrund, warum die EZB sich scheut, die Zinsen anzuheben. Und obwohl die Inflation im Euroraum bei 2,5% liegt,
traut man sich nicht, die Zinsen anzuheben. Die USA haben es gemacht. Sie haben die Leitzinsen zumindest mit der offiziellen Inflationsrate angezogen und jetzt die Geldmenge deutlich reduziert. Aber Powell signalisierte in dieser Woche ein Ende dieser Zinsmaßnahmen, wozu wir noch gleich kommen. Sie sehen hier, das Ganze seitens der EZB hat eigentlich nichts gebracht. Dieses ganze planwirtschaftliche Denken, man druckt einfach Geld, schwemmt es über die Märkte und mit diesem mehr gedruckten Papiergeld würde schon Wohlstand entstehen. Das Ganze ist natürlich völliger keynesianistischer Unsinn. Wenn man sich mit Geld reich drucken könnte, dann hätte Venezuela heute nicht eine Inflationsrate von Millionen Prozent pro Jahr. Und die Menschen dort würden als Armutsflüchtlinge nicht in die Nachbarländer fliehen, sondern würden dort reich sein. Sie sehen hier an diesem Chart die Geldmenge in Euroland, wie sie gestiegen ist, seit 2008. Und gleichzeitig blieb das BIP in Euroland, also die gesamte EU, praktisch nahezu unverändert. Es hat also nichts gebracht. Und das hier, was Sie sehen, sind noch die geschönten Daten, liebe Damen und Herren. Das Ganze ist natürlich nicht real. Wir wissen, die reale Inflationsrate, die reale Teuerung im Euroraum liegt ungefähr 5-7% höher, als wie es offiziell ausgewiesen wird. Dementsprechend ist auch dieses BIP hier nicht richtig deflationiert mit der realen Teuerung und dementsprechend befindet sich die Europäische Union wahrscheinlich spätestens seit 2008 in einer realen Rezession. Wir sehen hier gemeinwirtschaftliches Siechtum, das langfristig nicht weiterführt. Wir können so nicht wachsen, es wird nichts besser. Wir gleiten hier in einem falschen Weg ab. Hier sehen Sie die Leitzinsen. Die EZB hat die Leitzinsen seit 2015 praktisch bei 0% und die US-Notenbank hatte zuletzt 8-mal die Zinsen angehoben. Am Mittwoch, am morgigen Tag, steht womöglich ein weiterer Zinsschritt, ein 9. Zinsschritt bevor. Das hatte die Fed zumindest vor einigen Monaten angekündigt. Aber Fed-Chef Powell hatte zuletzt bei einer Rede gesagt, dass die aktuellen Zinsen sich unmittelbar unterhalb des neutralen Niveaus befinden würden. Das bedeutet, dass womöglich nur noch ein Zinsschritt aussteht, bevor die US-Notenbank ihren Zinsanhebungszyklus schon beendet. Vor noch nicht allzu langer Zeit hieß es noch, ein neutrales Niveau wäre weit entfernt und viele Marktteilnehmer, als auch der Zinsplot seitens der US-Notenbank indizierte, dass im kommenden Jahr noch weitere 3 Zinsanhebungen folgen sollten, nachdem im Dezember eine weitere aussteht. Aber nun scheint es ganz so, als hätte Trump Einfluss auf die Notenbank ausgeübt, damit hier keine weiteren Zinsanhebungen kommen. Womöglich sehen wir eine am Mittwoch, aber vielleicht war das dann die letzte. Vielleicht wird sie auch verschoben. Und wenn diese verschoben wird, dann ist das für den Markt draußen ein ganz klares Signal, dass die Geldpolitik mittel- bis langfristig wieder gelockert wird. Das ist das Signal, dass das Ganze eine Scheinblüte war. Und das Erste, was die smarten Investoren draußen machen werden, sie werden in Gold reingehen. Sie wissen, das ist der Anfang eines neuen QE-Programms, das aussteht. Nach 10 Jahren Konjunkturaufschwung, nach 10 Jahren der längsten Horse in der Geschichte des Aktienmarktes, steht ein neues QE-Programm bevor, eine neue Rezession, ein neues QE-Programm und darum gehen dann die Investoren frühzeitig rein. Also das ist eine ganz große Sache eigentlich, was der Paul gesagt hat und die morgige Zinsanhebung wird interessant. Was passiert in so einem Umfeld? Nun, die Zinsen steigen. Die Zinsen sind gestiegen, aber China verkauft US-Staatsanleihen. Russland verkauft US-Staatsanleihen. Die ganze Welt gibt ihre US-Staatsanleihen ab. Und gleichzeitig erhöht die US-Regierung seine Schulden. Das heißt, es kommen noch mehr Staatsanleihen auf den Markt und im Moment ist es noch so, dass die Fed tapert. Und damit wirkt sie die Konjunkturaufschwung bzw. den Bullenmarkt am Aktienmarkt ab. Die Zinsen sind gestiegen und sie werden auch weiter steigen, dann inflationsbedingt aber im nächsten Zyklus. Und das sehen Sie in diesem Chart, die Zinsen sind jetzt zwar gestiegen, aber die realen Zinsen liegen bei ungefähr 0,8% in den USA. Damit wären sie eigentlich positiv und das wäre schlecht für Gold. Das sind nur die geschönten Daten. Hier sehen wir die Inflationsrate in den USA. Diese liegt bei 3%, die Fed Funds Rate ist bei 2,25%. Die US-Notenbank ist also hier mitgezogen. Ganz hat sie die Inflationsrate nicht eingeholt, zumindest die offiziellen Daten. Sie sehen, Gold steigt immer an diesem Chart in Zeiten negativer Zinsen. Das hatten wir 2008, 2012 gab es hier deutlich negative Zinsen und ging Gold durch die Decke. Aber Sie sehen auch, dass das Ganze nicht so passt. Die Zinsen waren immer irgendwie irgendwo positiv, die Realzinsen. Aber Gold stieg trotzdem durch die Decke.
Ja, aber das, liebe Leute, das sind eben geschönte Daten, das sind Fake News, das Ganze. Und das erklärt sich, wenn man die realen Daten anschaut. Sie kennen shadowstats.com. Ich verwende diese Daten sehr oft. Diese berechnen die Inflationsrate, also die Teuerung in den USA nach der alten Berechnungsmethode vor 1980. Denn 1980 begann man damit, den Konsumentenpreisindex zu manipulieren und zu schönen, um diese Geldmengenausweitung zu verschleiern. Die hohe Inflation der 70er Jahre war der Politik eine Lehre. Und damals haben sie dann angefangen, die Konsumentenpreise zu steuern und zu manipulieren und die Inflationsrate bzw. die Teuerung weitaus zu niedrig auszuweiten. Das Gleiche passiert in Euroland. Auch hier sind die Daten gefälscht. Und wenn man sich das Ganze jetzt mal hier mit den richtigen Daten ansieht, dann sehen Sie, dass bereits Mitte der 90er Jahre die Realzinsen weitaus in den Keller gegangen sind. -6%, -7%. Und seitdem ist der Goldpreis, hat er sich stabilisiert und ist gestiegen. Die realen Daten, die richtigen Inflationsdaten zeigen uns, dass die Teuerung in den USA bei 10% liegt. Und nachdem man die Geldmenge um 400% ausgeweitet hat, ist das auch kein Wunder, dass die Teuerung so hoch ist. Natürlich verschleiert es eine Regierung. Natürlich weist man das zu schön aus. 3% offiziell, da kräht kein Hahn danach. Das ist völlig in Ordnung. Da sagt man, das ist Preisstabilität. Das verklickert man den Leuten auch. Erst manipuliert man diese Zahlen von 10 auf 3% und dann sagt man, ja, 3% ist ja Preisstabilität. Was für ein Unsinn. Aber der Markt frisst es. Und dementsprechend halten die Fondsmanager weiterhin Staatsanleihen während der Financial Repression, obwohl sie Jahr um Jahr real weniger wert werden und praktisch die Ersparnisse der Bevölkerung damit enteignen. Also die Realdaten in den USA zeigen ein ganz anderes Bild. Und diese Daten zeigen dann eine sehr hohe Korrelation mit negativen Realzinsen und einem steigenden Goldpreis. Also da passt es dann richtig gut zusammen. Wie kann der Markt auf sowas reagieren? Wir haben es gesehen, der US-Aktienmarkt ist in den letzten 2-3 Handelstagen unter Druck gekommen und hat eine wichtige Unterstützung gebrochen. Es sieht ganz danach aus, es würde sich hier nach einer Top-Formation, nach einem doppelten Top am Dow Jones, aber auch im S&P 500 kann man das sehen, jetzt womöglich doch einen Bärenmarkt ausbilden. Sie kennen mein Szenario, das sieht so aus, dass die Aktienmärkte einbrechen. Danach wird die Notenbank gezwungen sein, wieder in die Märkte einzugreifen, um die Banken und den Staat zu retten. Ein neues QE-Programm wird bekannt gegeben. Gold wird dann durch die Decke gehen und die Aktienmärkte verlaufen dann seitwärts, denn die Scheinblüte, diese konjunkturelle aufgrund der niedrigen Zinsen, ist dann vorbei, denn das dann gedruckte Geld wird dafür sorgen, dass die Zinsen steigen. Aber nicht, weil die Kreditnachfrage so hoch ist und so, die Konjunktur so gut läuft, sondern weil die Inflationskomponente in den Himmel geht und dementsprechend auch jeder einen Inflationsausgleich will und dann mindestens die Inflation möchte. Und diese wird eben noch zu schön ausgewiesen. Die Zinsen werden dann wie in den 70er Jahren 10-20% betragen. Das können wir uns heute gar nicht vorstellen, aber ich bin mir sicher, in 5-10 Jahren werden wir sowas sehen, wenn die Märkte hier einbrechen. Vielleicht geht es auch viel schneller. Also, der US-Aktienmarkt ist hier scheinbar in einen Bärenmarkt übergegangen. Viele definieren das ja mit einem Minus von 20%. Das haben wir beispielsweise im DAX. Da ist das Minus über 20%. Hier sagt man per Definition Bärenmarkt. Ich mag diese Definition nicht so. Ein Bärenmarkt zeigt sich eigentlich, indem hier man fallende Hochs und fallende Tiefs sieht. Über einen längeren Zeitraum würde ich sagen, ist ein Bärenmarkt und nicht aufgrund einer Prozentzahl. Ein Bärenmarkt kann auch viel früher schon definiert sein. Aber im Moment wurde in dieser Woche das letzte Verlaufstief unterschritten und der Bärenmarkt ist damit intakt. Die Bullen sind damit erschrocken, denn der Boden war noch nicht drinnen. Sie sehen auch hier den US-Aktienmarkt. Hier sind die Trader in dieser Woche eben erschrocken, weil der Boden rausgeflogen ist und die Unterstützung nicht gehalten hat. Und hier der deutsche Aktienmarkt, den kann man ja richtig in die Tonne kloppen. Sie sehen, das Ganze ist nach unten gerichtet. Und obwohl die EZB die Zinsen niedrig hält, entgegen der Fed, obwohl hier Geld gedruckt wurde, nicht mal dann kommt der deutsche Aktienmarkt in die Gänge. Und wer da noch investiert, den kann man nicht helfen. Der MDAX ist natürlich viel besser gelaufen. Es gibt andere Indizes, die sind gut gelaufen, aber den DAX kann man voll vergessen. Wenn man da Gold langfristig hält, dann fährt man deutlich besser. Gerade jetzt nach 10 Jahren eines künstlich geldmengeninduzierten Konjunkturaufschwungs muss man sich bewusst sein, dass der Aktienmarkt jetzt nichts mehr ist, in dem man günstig reinkommt und was wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre eine gute Rendite bringt. Im Gegenteil, sollte meine Prognose eintreffen, dass wir ein ähnlich stagflationäres Umfeld erleben wie in den 70er Jahren, dann wird der Aktienmarkt 10 Jahre, vielleicht länger, seitwärts laufen auf diesem Niveau. Aber real inflationsbereinigt werden sie 90-95% verlieren und in der gleichen Zeit wird der Goldpreis um das 20-fache ansteigen. Wie hat der Goldpreis darauf reagiert, dass Fed-Chef Powell zurückgerudert ist und jetzt gesagt hat plötzlich, naja, vielleicht ist das neutrale Level doch schon erreicht?
Der Goldpreis ist sofort gestiegen. Über Monate hinweg zeigte sich keine Stärke im Gold. Der Goldpreis war relativ neutral. Aber jetzt, nachdem diese Änderungen in der Geldpolitik, in der Aussicht der Geldpolitik waren in den USA, zeigte sich plötzlich Stärke. Das heißt, smarte Investoren haben die Botschaft verstanden. Die gehen hier rein in diesen Markt, die kaufen. Und die Stärke ist da, die Spekulanten springen langsam auf. Und das sehen wir dann auch am Terminmarktreport. Der letzte Widerstand bei 1240 Dollar wurde jetzt auch genommen. Und Gold ist jetzt auf dem Weg weiter nach oben. Dieser Erholungszyklus ist intakt. Man muss sagen, in den letzten Jahren war Gold sehr volatil. Schroffen Anstiegen folgten schroffe Preisrückgänge. Das konnten wir auch immer sehr gut traden, aber in diesem Jahr war das alles sehr, sehr langweilig. Bei 1360 Dollar konsolidierte sich der Preis erstmal über mehrere Wochen, um dann langsam zu fallen und dann mit einem Trendbruch dann auch wieder neu zu konsolidieren über 3-4 Monate hinweg, um dann erst wieder auszubrechen. Das Ganze ist sehr ruhig und es sieht ganz gemanagt aus. So etwas sah ich in den letzten 7-8 Jahren nicht, dass der Preis so ruhig lief, einer so engen Handelsspanne beim Gold von nur 20, 25 Dollar und der Silberpreis handelt seit 4-5 Monaten in einer engen Handelsspanne von nur einem Dollar. Das ist so selten, wenn Sie sich das hier anschauen. In der Vergangenheit sehen Sie nur sich diesen Chart an, in der Vergangenheit. Es ging rauf und runter allein in den letzten 1-2 Jahren und jetzt hat eine Handelsspanne von einem Dollar. Aber es sieht ganz danach aus, als könnte der Widerstand jetzt rausfliegen. Und dann hat der Silberpreis Potenzial um 2 Dollar nach oben auf 17,20. Und dann wollen wir mal sehen, wie es weitergeht. Gold hat auf jeden Fall kurzfristig jetzt noch weiteres Potenzial. Und der US-Dollar-Index, der konnte sich bis jetzt noch auf starkem Niveau halten. Und hier sehen Sie nochmal die Stärke. Obwohl der US-Dollar-Index auf hohem Niveau steht, steigt der Goldpreis an. Und das sehen wir seit der Veränderung in der Geldpolitik in den USA. Also hier gehen smarte Investoren rein und antizipieren schon künftige QE-Programme seitens der US-Notenbank. Also womöglich ist das Ganze jetzt vorbei und morgen wird deswegen ein ganz, ganz interessanter Tag. Verschiebt Fed-Chef Powell morgen die Zinsanhebung, dann werden wir den Goldpreis auf 1280 Dollar steigen sehen, vielleicht nicht sofort, denn dann wird hier das Plunge Protection Team eingreifen oder der ESF, der sogenannte Exchange Stabilization Fonds, der den Auftrag hat, auch im Devisenmarkt und dem Goldmarkt zu intervenieren seitens der US-Regierung und der wird dann natürlich dafür sorgen, dass der Goldpreis nicht sofort ausbricht bei so einer Meldung, dann wird er vielleicht sogar noch kurz zurückgehen, aber dann wird wahrscheinlich der Anstieg auf 1280, 1300, vielleicht sogar 1320 Dollar folgen bis zum Abwärtstrend. Da müssen wir mal schauen, wie stark hier manipuliert wird, ob es dann auch darüber hinausgehen kann. Dementsprechend das Gold-Silber-Ratio stand mal jetzt vor kurzem bei 86, 87, jetzt wieder bei 84. Damit ist Silber langfristig historisch gesehen unglaublich günstig im Vergleich zu Gold. Das heißt, gerade für Investoren, die nicht viel Geld haben und die sich langfristig absichern wollen auf Sicht der nächsten 10 Jahre und ein bisschen Spekulation mit reinbringen wollen, das heißt, dass sie vielleicht eine Überrendite erwirtschaften können, die sollten gerade jetzt in Silber reingehen. Das heißt, Gold hat eine relativ geringe Volatilität, da kann kurzfristig nicht viel passieren. Beim Silber ist noch etwas Rückschlagpotenzial in den nächsten Monaten vorhanden, wenn eine Rezession kommt. Aber langfristig gesehen, auf Sicht der nächsten 5 bis 10 Jahre, hat Silber das größere Potenzial und könnte weitaus stärker steigen als der Goldpreis. Sie müssen so sehen, die smarten Investoren gehen zuerst in Gold rein und danach folgen in einem neuen Bullenmarkt die breite Masse der Fonds und dann suchen die Investoren andere alternative Anlagemöglichkeiten und das ist dann Silber, der kleine Bruder des Goldes. Und da gehen dann alle rein und der kleine Mann, der auch investieren möchte, der sucht sich auch das günstigere Silber und dann kann es stark steigen. Bei diesem Ratio ist ein doppelt so starker Anstieg möglich, vielleicht sogar ein dreimal so starker Anstieg auf Sicht der nächsten 10 Jahre. Von daher ist strategisch gesehen langfristig für den Investor gerade Silber interessant. Ein anderes Edelmetall, das ein neues Hoch erreicht hat, ist Palladium in US-Dollar. Das ist hier der Future. Sie sehen, Palladium konnte neue Hochs erreichen und notierte kürzlich erstmals höher als der Goldpreis seit der Jahrtausendwende. Das gab es nur einmal in der Geschichte, dass Palladium teurer war als Gold. Und Palladium ist stark gestiegen und das hat einen einzigen Hintergrund, nämlich die starke Nachfrage nach Palladium aus der Automobilindustrie für Benzinmotoren. Die Konjunktur lief hier sehr gut die letzten 10 Jahre. Das Ganze war geldmengeninduziert, es wurden viele Autos verkauft. Weltweit, besonders in China, hat das auch wirklich real gebrummt, das Ganze. Indien, Pakistan, alles lief gut. Die Autos wurden nachgefragt, jeder möchte ein Auto. Katalysatoren wurden benötigt, dementsprechend wurde sehr viel Palladium nachgefragt und es gibt seit Jahren ein Defizit in diesem Markt. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, bereits vor 2-3 Jahren
hatte ich deutlich gesagt, dass es eine relative Stärke im Palladium gibt im Vergleich zu allen anderen Edelmetallen, die nur aufgrund eines physischen Defizits da sein kann. Und dementsprechend erwarte ich, dass Palladium als erstes der Edelmetalle steigen wird. Wir gaben damals auch bei $450 an Unterstützung ein Kaufsignal. Mittlerweile steht der Preis bei jenseits der $1.250 und ist enorm gestiegen. Diese relative Stärke, dieses Defizit ist immer noch vorhanden und dementsprechend, solange dieses vorhanden ist, kann Palladium grundsätzlich auch weiter steigen. Aber zu mehr kommen wir dann gleich noch in der technischen Analyse. Hier sehen Sie, dass der Palladiumpreis den Goldpreis erstmals seit 2003 überholt hat und höher notiert hat kürzlich. Sie sehen, es gibt Phasen, in denen es wirklich interessant ist, Palladium zu halten. Das kann man alles sehr gut mit dem Ratio Trading abbilden. Diese Phase war in den letzten Jahren gegeben. Hier gerade zum Hoch des Goldpreises war es an der Zeit, Palladium zu halten. Aber Sie sehen nochmal hier 2011 bis 2019 diesen starken Anstieg, während Gold eigentlich fiel, konnte Palladium an Wert gewinnen. Hier sehen Sie Platin, wie es vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2008 weitaus stärker stieg als der Goldpreis. Auch beim Platin gab es Zeiten, in denen das Edelmetall stärker stieg aufgrund der hohen Nachfrage und eines physischen Defizits am Markt als der Goldpreis. Und dementsprechend gibt es immer Chancen am Edelmetallmarkt. Sie können mit einfachem Ratio Trading, indem Sie alle 10 Jahre Umschichtungen in Ihrem Edelmetalldepot vollziehen. Sie müssen dazu kein Trader sein, das machen Sie alle 5 bis 10 Jahre. Vollziehen Sie Umschichtungen anhand der Ratios des Edelmetallmarkts und somit können Sie eine unglaubliche Outperformance erzielen. Ich habe es mal durchgerechnet in einer alten Online-Konferenz mit Ihnen. Das waren mehrere 100%, die auf 30 Jahre möglich sind. Eine Outperformance im Edelmetalldepot, wenn man nur klug umschichtet, alle paar Jahre. Sie sehen das Platin-Palladium-Ratio hier in diesem Chart historisch niedrig. Dementsprechend bedeutet das, Platin ist jetzt sehr günstig im Verhältnis zum Palladium. Und das bedeutet statistisch gesehen, ist das Risiko für Platin jetzt geringer und die Chancen sind höher. Auf der anderen Seite ist das Risiko für Palladium hoch und die Chancen geringer zu diesem aktuellen Zeitpunkt. Natürlich kann das jetzt auf die nächsten 6 Monate noch schiefgehen und Palladium kann weiter steigen und Platin weiter fallen. Das ist okay, aber langfristig gesehen sind wir davon überzeugt, dass dieses alte Ratio von mindestens 3, dieser Mittelwert, den Sie hier sehen in der Mitte, wieder erreicht wird. Das heißt, aus dem einen oder anderen Grund, entweder aufgrund von erhöhter Nachfrage, vielleicht, dass es in Südafrika Probleme gibt mit den Kommunisten, dass die südafrikanische Wirtschaft zusammenbricht und die Energieversorgung zusammenbricht, damit auch die Minenproduktion, dann kann es hier ganz schnell zur Knappheit an Platin kommen und der Preis durch die Decke gehen und in die Höhe schnellen. Also dieses Ratio von 3 dürfte wieder erreicht werden. Das bedeutet, dass der Platinpreis, wenn er nur zu seinem langfristigen Mittel zurückkehrt, um etwa das Fünffache steigen könnte. Fünffach stärker als der Palladiumpreis. Und im besten Fall sogar deutlich darüber, vielleicht sogar um das 7- bis 10-fache, wenn es wieder in den Bereich von 5 hochgeht. Und das zeigt aber die Zukunft. Das heißt, Platinum ist im Moment ein besserer Trade und ein langfristiges Investment als Palladium. Auch am Aktienmarkt verkaufen Sie teuer und kaufen Sie billig. Palladium ist stark gestiegen, es ist jetzt teuer. Platin ist aber billig. Deswegen das kaufen. Auch wenn Palladium im Moment ein physisches Defizit noch hat. Das bedeutet nicht, dass das anhalten muss. In diesem Fall würde ich mich eher an diese Ratios halten, gerade jetzt in einer Zeit, in der ein konjunktureller Abschwung kurz bevorsteht. So, und hier sehen wir das Platin-Gold-Ratio. Platin ist auch historisch günstig zum Gold. Von daher ein weiterer Grund, in Platin langfristig zu investieren auf Sicht der nächsten 5 bis 10 Jahre. Wenn Sie beispielsweise normalerweise einen 5% Anteil am Depot haben, oder dann verdoppeln Sie diesen auf 10. Das macht jetzt durchaus Sinn, oder meinetwegen zuvor 10%, jetzt dann 20. Dieses Risiko sollte man eingehen, wenn man ein strategisch langfristiger Investor ist. Jetzt wollen wir noch zum Bitcoin kommen, bevor wir zur technischen Analyse kommen. Der Bitcoin war zuletzt ja massiv gecrashed. Lange hatte ich es prognostiziert, in den letzten Ausgaben unseres Webinars habe ich es prognostiziert, dass der Bitcoin-Preis die Unterstützung bei $6.000 brechen wird und auf $3.000 fallen wird. Das ist geschehen. Der Bitcoin hat die Unterstützung bei $6.000 gebrochen und ist danach auf $3.300 massiv eingebrochen. Seit dem Hoch hat der Bitcoin 85% an Wert verloren. Ich bin kein Bitcoin-Bär. Permabär. Ich sehe diese spekulativen Chancen. Ich hatte auch meinen Abonnenten Mitte 2015 zu $250 den Kauf von Bitcoin in spekulativ empfohlen und bei $20.000 nach dem ersten Rückgang habe ich gesagt, das war's, jetzt fällt der Bitcoin auf $1.000.
Langfristig glaube ich, dass der Bitcoin sich nicht am Markt halten wird. Er hat sich nicht bewährt. Der Markt draußen hat entschieden, Bitcoin wird nicht benötigt. Alle großen Länder haben den Bitcoin als Zahlungsmittel wieder abgestoßen. Die ganzen großen Verkaufshäuser, Onlinehändler und so weiter. Einzig im Dark Web, im illegalen Handel von Drogen, Waffen und so weiter, aber auch zur Umgehung von Kapitalverkehrskontrollen, da wird Bitcoin noch benötigt, beziehungsweise Kryptowährungen an sich, wobei der Bitcoin ja aufgrund seiner Blockchain, seiner offenen, sehr transparent ist. Da gibt es Konkurrenten, zum Beispiel Dash oder Monero, die sind anonym und ich glaube, dass gerade dieser Markt, der noch übrig bleibt, andere Kryptowährungen nutzen wird und nicht den Bitcoin. Und was bleibt dann übrig? Nichts außer heiße Luft und Spekulation. Dementsprechend kann es schon sein, dass in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr noch einmal hier ein spekulativer Anlauf kommt, aber danach sehe ich den Bitcoin weiter fallen. Das Ganze hier sieht sehr, sehr nach der Tulpenzwiebelblase aus. Und wenn man sich die News vor Augen führt, dass vermutet wird, dass der letzte Anstieg sogar noch manipulativ zustande kam, dass man mit den Geldern, die über Tether eingesammelt wurden, hier dieser Bullenmarkt, dieser Hype zum Schluss nochmal nach oben getrieben wurde, dann wird das Ganze noch offensichtlicher. Hier wurde in ganz großen Stil betrogen, um hier die Manie noch zu verlängern. Ursprünglich war es immer so, dass der Bitcoin immer um 1.000 bis 2.000% gestiegen ist, die anderen Blasen zuvor. Beim Tief von 250 wären das ungefähr 2.500 bis 5.000 Dollar gewesen, die wir damals anvisiert hatten, aber dann ist es bis 20.000 hochgegangen und das war scheinbar Marktmanipulation. Die CFTC ermittelt da, hat auch einige Leute in den USA festgesetzt und befragt diese und das Ganze könnte in sich zusammenfallen. Also Bitcoin ist kein gutes langfristiges Investment, jedes andere Zahlungsmittel ist konkurrenzfähiger am Markt, aber für anonyme Geschäfte werden solche Kryptowährungen noch benötigt im Markt. Und dafür werden sie weiterhin eine Nische haben. Aber das muss nicht unbedingt der Bitcoin sein. Deswegen glauben Sie diesen Apologeten nicht, die sagen, der Bitcoin wird die ganze Welt erobern. Denn die letzten 2 Jahre haben es gezeigt, dass er das nicht wird. Er hat nicht an Marktanteilen gewonnen, sondern deutlich verloren. Sie sehen hier den Litecoin, das ist so ein kleiner Bruder des Bitcoin. Das war eine der ersten alternativen Kryptowährungen, die aufkam. Diese hat weit über 90% verloren. Seit seinem Hoch, allein seit Jahresbeginn sind es 90%, seit dem Hoch sind es glaube ich 97% oder 98%, als dieser gefallen ist. Zurück zum Boden, das Ganze ist hier Tulpenzwiebelblase 2.0, das Ganze wird als Kryptomanie in die Geschichte eingehen, denke ich. Auch Ethereum, das Ganze sieht mir aus wie die Tulpenzwiebelblase. Anwendung, praktische Anwendung für Ethereum ist womöglich vorhanden, aber nicht zu diesen Preisen. Dash, das was wirklich als Zahlungsmittel benutzt wird, auch das ist um 98% gefallen seit dem Hoch. Hier ging es massiv bergab. Wer hat das nochmal gedacht? Dash notierte bei fast 1600 Dollar. Im Tief waren es fast 60 Dollar nach unten. Das ist gigantisch, wer da zu hoch reingegangen ist oder daran geglaubt hat, dass man einfach Buy and Hold machen muss im Kryptomarkt. Einfach hodeln. Zu hoch rein ist in dem Glauben, dass der Bitcoin mal auf 100.000 steigen wird, der hat jetzt alles verloren. Dementsprechend, ich glaube auch nicht, dass diese Hochs noch einmal erreicht werden. Das war wahrscheinlich die finale Blase in diesen Märkten. Aber die Zeit wird es zeigen. Hier sehen wir den Preis von Monero. Das ist eine Kryptowährung, die anonymer ist. Auch dieser ist massiv eingebrochen, über 90% Seitenhoch. Hier sehen Sie Ripple. Ich glaube, es waren auch etwa 90-95% Seitenhoch. Neo, das gleiche, auch hier Tulpenzwiebelblase 2.0 und der Fork des Bitcoin, Bitcoin Cash. Niedriger als zur Emission, als diese Teilung von der Bitcoin-Blockchain stattfand. Also auch hier außer Späßen nichts gewesen. Das Ganze sieht nicht gut aus. Wer in Bitcoin drin war, wir raten unseren Zuhörern nicht in Kryptowährungen zu gehen. Das Ganze ist sehr volatil. Wer ein Trader da draußen ist, der kann das Ganze natürlich nutzen. Der kann hier kurzzeitig Long und Short gehen. Dieser Markt wird erhalten bleiben. Es gibt Nachfrage, wie gesagt, zur Umgehung von Kapitalverkehrskontrollen und für illegale Geschäfte. Da wird das Ganze so wie früher einen Bestand haben, aber nicht in dieser Form, dass es die Welt erobern wird oder eine Konkurrenz zum Banksystem wird. Nicht in dieser Form jetzt. Vielleicht gibt es in Zukunft Technologien, die können schon entstehen, aber noch nicht jetzt. Dementsprechend, der Rest wird alles gegen Null fallen. So, kommen wir jetzt zur technischen Analyse zum Schluss. Der Terminmarkt für Gold, wie Sie hier sehen, ist immer noch relativ gut. Das Sentiment draußen ist immer noch sehr bearish. Ich hörte zuletzt Stimmen, dass Umfragen ergeben haben sollen, dass das Sentiment schon sehr bullisch wäre für Gold.
Naja, den sage ich nur, der Terminmarkt ist der beste Sentiment-Indikator, den es gibt, denn dort sehen Sie, wie die Spekulanten positioniert sind auf den Kontrakt genau und der sagt mir, das Sentiment ist immer noch sehr bärisch und dementsprechend gibt es Potenzial nach oben. Gold hat demnach Luft bis 1280 bis 1320 Dollar. Wenn jetzt vielleicht morgen keine Zinsanhebung stattfindet, dann kann das Ganze sehr schnell gehen. Etwas Luft ist noch vorhanden, auch sollte eine Zinsanhebung kommen, dann wird das Ganze wahrscheinlich erst im nächsten Jahr oder bis zum Ende des Jahres vonstatten gehen, aber im Moment sieht es ganz danach aus, als würden die Spekulanten jetzt langsam den Goldpreis nach oben treiben. Hier in diesem Chart in der einfachen Darstellung sehen Sie, dass das Ganze hier noch im grün-gelben Bereich ist, dementsprechend immer noch bullish. Das ist die einfache Betrachtung, wer die anderen Linien nicht versteht. Das Ganze finden Sie übrigens auch auf meiner Homepage www.blush2research.de, wöchentlich aktualisiert und kostenlos, diese Charts. Hier sehen wir den Goldpreis. Sie sehen, in den letzten Jahren, das Ganze war immer sehr volatil, rauf, runter und Ende letzten Jahres gab es einen starken Anstieg, bei dem waren wir voll dabei und bei 1360 war dann der Deckel drin. Hier sahen wir massive Manipulationen seitens der Notenbank in den Terminmarktdaten. Die Konten haben wir herausgestellt und ausgewiesen und haben dann gesagt, aufgrund dieser Manipulationen, dass hier der Deckel drauf ist und dass es wahrscheinlich nach unten geht. Wir hatten das Ziel, Mindestziel bei 1280 Dollar. Es ging dann auch bergab und fiel deutlich tiefer. Dann kam der Bruch des Abwärtstrends und seitdem wurden zwei Handelsspannen jetzt überwunden. Das Ganze läuft sehr, sehr schleppend zum aktuellen Zeitpunkt. Es war hier noch sehr, sehr viel Euphorie im Aktienmarkt, die langsam verschwindet und jetzt wird der sichere Hafen gesucht. Immer wenn der Dow Jones etwas einbricht, dann bekommt Gold etwas mehr Nachfrage und mehr Investoren wechseln in diesen Markt. Sie wollen sich absichern, zumindest einen Teil der Gewinne mitnehmen und irgendwo sicher parken in ein unterbewertetes Asset, was Gold definitiv ist. Und auch jetzt die Smart-Investoren, die eben reingehen, weil es zur Änderung in der Geldpolitik kommt, führt auch dazu, dass der Goldpreis steigt. Also 1300 Dollar, 1280 sind drin in den nächsten Wochen. Ich bin zuversichtlich, dass diese Marke noch erreicht wird. Ob es dann noch weitergeht, das wollen wir mal sehen. Das sehen wir aber vielleicht im nächsten Webinar, können wir das schon besser einschätzen. Hier sehen wir den Goldpreis in Euro. Dieser hat den Widerstand bei 1100 Euro erreicht. Und Sie sehen diese rote Linie im Chart. Das ist genau das Ausbruchsniveau des vorherigen Aufwärtstrends. Und an solchen Niveaus ist immer Abgabedruck im Markt. Das kann man ganz leicht nachvollziehen. Hier gab es den ersten Anstieg. Dann ist der Markt hier gescheitert. Hier haben viele, die auf der Long-Seite waren, die dort an diesem Aufwärtstrend gekauft haben, wieder Kasse gemacht haben und gesagt, Gott sei Dank, dass ich meine Position ohne Verlust verkaufen konnte jetzt, meine Long-Position. Aber jetzt sieht es ganz danach aus, dass der zweite Anlauf vielleicht gelingen könnte. Bis 1130 Euro im Gold. Dort ist der nächste Widerstand. Aber wenn die EZB weiter so eine katastrophale Geldpolitik vollzieht und es sieht ganz danach aus, dass die Zinsen niedrig bleiben, und wenn es in Euroland weiter so chaotisch zugeht und vielleicht noch chaotischer wird, und das ist sehr wahrscheinlich, dann muss man als Europäer, der in Euro seine Ersparnisse hat, natürlich in Gold reingehen. Es gibt kein besseres Investment. Und dann wird der Euro zum US-Dollar trotz eines Haltens der Zinsanhebungen in den USA trotzdem zur Parität zum Dollar fallen. Bloß weil die USA jetzt aufhören, die Zinsen vielleicht anzuheben, bedeutet das nicht, dass der Bias plötzlich auf einem stärkeren Dollar liegt, sondern die EZB und Europa sind weitaus gefährdeter, die Wirtschaft ist schwächer und dementsprechend wird der Goldpreis besonders in Euroland steigen. Also 1130 Euro, wir feiern uns, das sind vielleicht in den nächsten zwei Wochen bis drei Wochen möglich. Hier sehen Sie den Terminmarkt für Silber, dieser ist im grün-gelben Bereich, ist auch immer noch gut. Auch hier ist das Sentiment immer noch relativ bärisch und dementsprechend könnte auch dieser Widerstand, den Sie hier im Chart sehen, überwunden werden. Dieser wurde jetzt zum vierten, fünften Mal angelaufen. Noch ist nicht aller Tage Abend, dementsprechend ist ein möglicher Anstieg bis in den Bereich von gar 17,20 Dollar möglich, sofern irgendwo jetzt der Aktienmarkt weiter abgibt und vielleicht etwas Positives aus der Geldpolitik kommt. In Euro sieht es so aus, dass der Abwärtstrend auch gebrochen wurde. Hier ist auch ein Widerstand zweimal angelaufen und die 200-Tage-Linie ist schon sehr nah, aber hier ist auch Potenzial vorhanden und gerade Silber bei 12,50 ist unglaublich günstig. Diese Unterstützung hält seit vielen Jahren. Sie sehen diese Seitwärtsphase zwischen 13,50 bis 15,50. Die wurde jetzt mehrmals unterstützt, 12,50 auf der Unterseite. Und ich glaube, auf Sicht der nächsten Monate und Jahre wird wieder der Bereich von 15,50, 16 Euro hier fein uns erreicht. Und dann kommt irgendwann der Ausbruch, spätestens dann, wenn neue QE-Maßnahmen seitens Europa oder den USA bekannt gegeben werden. Das Risiko auf der Unterseite ist begrenzt, wobei ich nicht ausschließen möchte, dass im Rahmen einer Rezession es kurzzeitig im Silber nochmal runtergehen könnte, aber das dürfte dann alles eher im Rahmen in US-Dollar passieren und weniger in Euro, denn ich glaube, der Euro wird bis dahin noch sehr, sehr schwach sein. Das Gold-Silber-Ratio, wie gesagt, ist sehr günstig und spricht für ein physisches Investment besonders in Silber.
Hier sind die Terminmarktdaten für Palladium. Diese sind schon im neutralen, ja, bis fast schon bärischen Bereich. Die sind nicht mehr so gut. Diese Spekulanten sind hier schon massiv long gegangen. Nichtsdestotrotz, in den Vormonaten zeigte sich relative Stärke. Aber was jetzt interessant ist, diese relative Stärke ist jetzt erstmals verschwunden. Warum? Ich habe Informationen, dass die Nachfrage in der Automobilindustrie bereits rückläufig ist. Auch die Automobilzulieferer haben jetzt massive Auftragsrückgänge. Und das erklärt, warum plötzlich die relative Stärke im Palladium weg ist. Womöglich sehen wir hier die ersten Anzeichen einer sich manifestierenden Rezession am Markt. Und dann könnte es auch plötzlich ein Überangebot geben und relative Schwäche. Das sehen wir dann im Terminmarktdaten. Und wenn diese relative Schwäche erstmals auftaucht, dann sehen wir hier einen fundamentalen Wandel. Und dann würde ich sagen, ist dieser Bullenmarkt im Palladium auch erstmals vorbei. Denn dann dürfte die Rezession kommen. Das heißt, Palladium kann dann erstmal fallen. Das Risiko ist hier relativ hoch. Dementsprechend bleibt mein Rat, eher langfristig ins Platin reinzugehen als ins Palladium. Hier sehen Sie Palladium in Euro. Sie sehen hier den Anstieg seit 650 Euro je Feinunze. Und es ging einfach nur noch nach oben. Es gab zu wenig Material am Markt. Das erklärt diesen Anstieg. Und hier zeigt sich wieder, wie gut das eigentlich ist, wenn man sein Portfolio diversifiziert. Wer jetzt beispielsweise ein Palladium-Teil drin hatte, der Anteil am Depot ist dann massiv gewachsen, der Wert des Silbers ist gesunken und jetzt kann man aufgrund des günstigen Ratios von Silber oder Platin Palladium zu hohen Preisen verkaufen und für dieses Geld dann das günstige Silber oder das günstige Platin kaufen, die dann im nächsten Zyklus weitaus besser performen werden und so kann man sein Depot dann nach oben hebeln. Achten Sie auf die Ratios, das ist ganz einfach, das kann jeder machen. Und hier sehen Sie Palladium-Chart in Euro, der kannte auch nur noch einen Weg nach oben. Sobald dieser Aufwärtstrend bricht, wird es gefährlich, dann kann es dann zu massiven Rücksetzern kommen, wieder unter 1000 Euro je Feinunze, sind dann sehr schnell durchaus möglich in diesem Markt. Und das sehe ich auch für die nächsten 12 Monate oder 24 Monate kommen, zumindest bis ein neues QI-Programm kommt. Wie es dann aussieht, kann ich heute noch nicht sagen. Jetzt kommen wir zum Platin, das schwächste aller Edelmetalle. Sie sehen, die Terminmarktdaten hier sind bereits wieder im roten Bereich angekommen. Die haben den gelben Bereich schon durchschritten. Viele Spekulanten sind hier long gegangen und wurden enttäuscht. Daten haben zuletzt gezeigt, dass es ein Überangebot an diesem Markt gibt von einer halben Million Unzen. Halbe Million Unzen pro Jahr sollen es sein. Auch nächstes Jahr soll es noch so ein Überangebot geben. Das wird dafür sorgen, dass der Platinpreis einfach im Keller bleibt erstmal und solche Anstiege wie zuletzt musste man dann nutzen, um auch zu verkaufen. Wir gaben dann auch rechtzeitig das Verkaufssignal. Bei 880 nahmen wir Gewinne mit und bei 850 hatten wir dann auch gesagt, das war's, hier geht es nicht mehr weiter und haben unsere Gewinne eingedeckt, die wir in dem Bereich von 780 bis 800 Dollar unsere Long-Position eröffnet hatten. Hier war nicht mehr drin. Das Ganze wäre wahrscheinlich viel höher gegangen, Platin, wenn Gold mehr in die Gänge gekommen wäre. Wenn sich das Ganze nicht über 4-5 Monate gestreckt hätte und nicht hier am Platinmarkt das physische Überangebot gewirkt hätte, dann hätten die Spekulanten den Preis auch nochmal 100 Dollar nach oben treiben können. Aber das hat einfach zu lange gedauert. Die Anstiege in der Vergangenheit im Platin, die waren immer sehr stark und da war auch dann mehr Potenzial da. Aber diesmal ist die Luft Woche um Woche einfach entwichen. Platin Euro sah zur letzten OK noch relativ gut aus. Hier wurde der Abwärtstrend gebrochen, das ist eigentlich sehr bullisch. Aber dann kam es zum Rückfall jetzt in den Abwärtstrend. Das Überangebot ist zu dominant in diesem Markt. Bleibt bearish, auch in Euro. Langfristig gesehen ist Platin sehr interessant. Kurzfristig muss man noch vorsichtig sein. Das Platin-Palladium-Ratio, wie gesagt, ist historisch günstig. Dementsprechend der strategische langfristige Investor, der kauft eher Platin anstatt Palladium zu diesem Zeitpunkt. Zum Schluss noch ein Blick auf die Minen. Sollte der Goldpreis jetzt Richtung 1300 Dollar marschieren, dann werden auch die Minen nochmal Gas geben. Dann kann der HOI Goldminenindex durchaus bis 185 Punkte ansteigen, vielleicht sogar bis 200 Punkte, 210 Punkte sind dann durchaus möglich, wenn es vielleicht sogar bis in den Bereich von 1320 geht. Hängt jetzt ganz von der Geldpolitik und der Politik ab, was hier in Euroland passiert. Halten die Unruhen an, kommen noch ein paar Hiobsbotschaften, dann kann es sehr schnell mit dem Gold nach oben gehen und dann gehen auch die Minen hoch. Sehr interessant, der langfristige Investor findet sehr, sehr günstige Minen. Das heißt, wenn Sie schon ein gutes Edelmetalldepot haben, das Sie schon aufgebaut haben, dann können Sie auch etwas mehr Spekulation reinbringen und sich ein paar Minen dazu kaufen. Die haben nochmal einen Hebel zum Goldpreis langfristig gesehen. Das heißt, wenn der Goldpreis in den nächsten 10 Jahren steigt, dann werden die Minen noch stärker steigen. Und ganz diametral gegensätzlich zum Aktienmarkt, die jetzt hier hoch haben, sind die Goldminen. Dieser Sektor ist jetzt sehr günstig. Der Standardaktienmarkt ist sehr teuer. Wer jetzt im Standardaktienmarkt drin war, das kann jetzt sagen, okay, ich verkaufe meine Fangaktien oder meine Siemens und gehe jetzt in Minen rein. Ich denke, auf Sicht der nächsten 5 bis 10 Jahre ist das ein sehr, sehr kluger Schachzug.
Wie immer zum Schluss in eigener Sache, kurz Werbung. Focus Money hat uns mehrere Jahre jetzt in Folge als bester Edelmetallhändler ausgewiesen. Den ersten Platz hatten wir jetzt auch in diesem Jahr erreicht, erstmals. Wir haben unsere neue Filiale in Mainz. Kommen Sie uns gerne mal besuchen dort. Dort können Sie anonym und bar Gold kaufen, aber auch an über 100 weiteren Stellen in Deutschland. Das Ganze können Sie online vereinbaren, Ihre Edelmetalle dann gegenbar abholen. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns treu bleiben, bei uns kaufen. Ich freue mich auf das nächste Webinar mit ihm. Das wird am 22. Januar erst stattfinden im nächsten Jahr. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit und Ihnen allen einen guten Start in ein neues und erfolgreiches Jahr 2019. Bis bald.